als ich mit Minecraft angefangen habe zu spielen, da konnte man die Steine noch an einer Hand abzählen. Und da gab es noch nicht dieses ganze Adventure-Gedöns nicht. Nun gut. Das Haus ist auch viel zu groß, ne? Also, das muss man doch fairerweise mal sagen. Aber so kann man Gästezimmer einrichten, eventuell später. Ja. Cleanstone. So, 64 sollten aber definitiv reichen. Naja, sagte ich jetzt und, ach, wir können nicht mehr laufen. Ich habe ausnahmsweise mal Hunger. Sehr schön, dann können wir endlich mal unsere längst abgelaufenen Lebensmittel mal verschwenden. So. Das heißt, beim nächsten Mal ist der Fisch dran. Der zappelt wenigstens nicht mehr. Nice. So. So können wir wieder ein bisschen laufen. Ich habe das Gefühl, auf den leichten Schwierigkeitsgrad verbraucht man, jetzt mal abgesehen, wenn man sprintet, kaum noch Ausdauer. Oder kommt mir das nur so vor? Also ich meine, früher hat man auch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad wesentlich mehr Ausdauer verloren. Und zwar wesentlich mehr. Kann mich aber auch irren, weil ich das so lange nicht mehr gespielt habe. So. Gut. Das heißt, das Basement hätten wir. Also das Fundament, nicht das Basement. So. Wie mache ich weiter? Ich bin dafür, dass wir hier die Balken hochzimmern. 1, 2. Oder? Das Problem ist, wir müssen ja später auch einen rein. Funktioniert denn das dann überhaupt noch? Hey, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss die noch ein größer sein. Das heißt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ups. Ich weiß es noch nicht. Ah, ich bin nicht der große Bauherr. So, wenn ich das Fundament jetzt vergrößere. Ja, es ist ja schon wieder. Das ist doof, weil eigentlich müssten wir jetzt hier 5 in der Breite haben. Wir können das ja nicht einfach so länger ziehen. Dann ist es ja nicht mehr richtig rund. Ich baue erstmal und dann gucke ich, ob es einigermaßen nach was aussieht. Ich lasse aber trotzdem erstmal das hier unten drin. Das können wir immer noch rauszimmern. Aber eigentlich müsste mir oben ein kleiner werden. Aber wir können ja trotzdem 3. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es einfach nicht, wenn ich ehrlich bin. Lass uns erstmal das Gerüst machen. 1, 2, 3, 4. Oh, nein, passt nicht. Okay, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5 in der Höhe. 1, 2, 3, 4. Ach, Quatsch. Ich darf natürlich. Ach, ist auch Wurst. Ach, ich komme immer noch nicht hier hin. Aber jetzt ist natürlich. Ach, bin ich dumm. Okay, egal. 1, 2, 3 darf ich doch nur nach oben machen. Es sind ja schon 2 da. Ah, geschafft. 1, 2, 3. Aber da komme ich nicht mehr dran, ne? Ach, blöder Mist. So. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das passt. Die Frage ist aber auch, ab welchem Level
man die... Ja, es oben ein bisschen spitzer zugehen lässt. Das ist natürlich auch die Frage. So. Das ist die Frage. Ich würde das auch nicht zu hoch bauen wollen. Denn sonst sieht's scheiße aus, glaube ich. Na. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Sehr schön, dass man diagonal nicht so runterfällt. Und hier können wir zumachen, genau. Und jetzt hier noch eine Schicht drauf. Dann sind wir auf einer Vierer Höhe. Und ich muss Leitern mitnehmen, sonst können wir, sonst kommen wir hier nicht mehr ohne weiteres hoch. Sei denn, wir fangen an, die Treppe erstmal unten zu bauen. So. Und ganz wichtig, erstmal ausleuchten. Ah, bloß ruhig ein bisschen verschwenderisch. So. Cool, cool. Also ich weiß es noch nicht, ob das cool wird. Es sieht schon scheiße aus. Das sieht wirklich scheiße aus. Guck mal, wenn du so von der Seite drauf guckst. Das wirkt nicht. Wir können das nicht rund machen. Nicht so rund. Ich würde ja fast vorschlagen, dass wir nur einen in der Diagonale nehmen. Ich weiß es noch nicht. Das ist zu wuchtig. Es ist viel zu wuchtig. Das gefällt mir nicht. Also breiter als 3 würde ich es nicht machen, weil ich finde das schon perfekt mit der Tür in der Mitte. Also das passt von den Proportionen. Aber ich würde hier nur eine Diagonale nehmen wollen. Oder gar keine. Das ist jetzt die Frage. Ich nehme die erstmal wieder weg. Es war jetzt ein bisschen blöd, dass wir ein bisschen rumexperimentieren müssen. Aber ich finde, und ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ihr das Video seht, dass das zu wuchtig war. Aber wir sind, glaube ich, schon auf dem richtigen Wege. Also hoffe ich zumindest. Ja. Wenn wir jetzt... Warte mal, ich baue das erstmal komplett wieder ab. Das können wir ja notfalls immer wieder neu hochzimmern. Es gehen halt nur Werkzeuge drauf. Aber wir haben ja wieder 30 Eisen rangeschleppt. Also von daher sollte man das verschmerzen können. Ich meine, die Fläche ist zwar rund im eigentlichen Sinne. Aber... Ich bin nicht sehr zufrieden damit. Es sieht... Sieht nicht gut aus. Das war zu wuchtig. Denn, warte mal, ich mach das erstmal weg. Wie gesagt, wir können es notfalls immer wieder neu hinstellen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Ich will aber nur gucken, ob das anders wirkt, wenn ich es... Ah, die sind immer noch da hinten. Die bewegen sich nicht. Das ist sehr gut. Warte mal, ich mach die auch mal eben weg. Zumindest die vorderen erstmal. So, wenn ich jetzt anstatt diese Dreier-Diagonale nur eine mache und hier wieder 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1,
Eins, zwei, drei, eins. Dann sieht es, glaube ich, schon etwas besser aus, oder? Ich versuch's einfach mal. Ah ja, natürlich. Na. Ah, hier war noch eine Fackel, deswegen ging das gerade nicht. So. Ach, da kommen wir schon nicht mehr dran. Blöd. So, dann machen wir eben das hier noch. Und dann so. Das sieht, denke ich, schon besser aus. Ist alles meine Meinung, aber ich denke, das sieht so besser aus. So, warte, dann holze ich das hier auch nochmal eben ab. So. Dann ist das auch erstmal weg. Muss ich nur gucken, wo ich die hinstelle. Wir müssen nämlich auch zusehen, dass wir hier so eine Treppe nach oben haben. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen werde. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir können ja jetzt nur noch hier. Die Balken hinstellen, damit es mittig ist. So. Ja, aber wie kommt man jetzt da hoch? Also, wenn man jetzt hier reinkommt. Hier ist ja eigentlich der Mühlenstein. Und jetzt können wir natürlich keine Treppe mehr nach oben bauen, weil wir natürlich keine... Ja. Keinen... Ah, wie nenne ich das jetzt? Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ich bin auch sehr still, wie ihr merkt, weil ich die ganze Zeit überlege, wie man das umsetzen kann. Hier muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen rumprobieren. So, wenn ich jetzt... Es ist ja schon ziemlich zierlich hier unten. Also ich denke, unten kann es ruhig breiter sein. So, das heißt... 2... Ah, 5. Ich nehme jetzt 5. So, und von diesen 5 mache ich eine Diagonale. Und hier wieder 1, 2, 3, 4, 5. Eine Diagonale. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Diagonale. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Okay. Ja, hier leiden unsere Werkzeuge ein bisschen. Aber es soll ja schön aussehen, nicht wahr? So. Ihr dürft mir auch gerne in den Kommentaren Verbesserungsvorschläge schreiben. Ich finde eine Windmühle sehr schwierig. Sind die Fische auf dem Wasser? Hm. Eigentlich schwimmen die immer nur oben, wenn die Sauerstoffmangel haben oder sowas. Zumindest im Aquarium. So. Dann haben wir aber auch oben das Problem. Ach, ich bin doof. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5.
So. Ha, habe ich doch vergessen. Habe ich glatt vergessen. Okay. Das ist jetzt die Ausprägung. Das heißt, wir haben in der Mitte unseren Mühlenstein, der hier malt. Dann haben wir ringsrum Platz, um an diesem Gerüst so eine Wendeltreppe zu bauen. Ich denke, das ist in Ordnung. Ja, doch, ich denke, das ist absolut in Ordnung. Also, ihr müsst mir natürlich nicht zustimmen. Aber warte mal, ich zimmer das jetzt erstmal hier hoch und dann gucken wir nochmal, wie das wirkt. Wenn das ein bisschen höher ist. Eventuell müssen wir den Mühlenstein auch ein bisschen tiefer legen. Also zumindest vom oberen Ende. Damit die, wenn wir jetzt hier eine Ebene kleiner werden, dass wir trotzdem noch genug Platz für die Treppe haben. Ja, aber da weiß ich noch nicht genau, wie ich das lösen werde. So, schaut mal. So ist doch schon besser. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ob man jetzt hier noch so eine Verkleidung hinmacht. Aber das kann man später immer noch entscheiden. Ich denke, das Fundament, also das Fundament liegt, aber ich denke, man kann es so lassen. Das heißt, ich werde mal eben wieder das hier mit Gras auffüllen. Ist auch alles schön verbunden miteinander. Na jawohl. Doch, ich denke, so gefällt mir das ganz gut. So. Zack, zack. Mal schnell auffüllen, bevor es wieder zu dunkel ist hier. Sehr schön. Ja, sehr schön. So, und dann kann man auch anfangen, hier an der Seite die Treppe hochzuziehen. Da werde ich mal schauen. Warte mal, habe ich die Workbench noch? Natürlich nicht. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir haben noch da unten eine. Die stelle ich mir mal hier oben hin. Ich glaube, die habe ich auch damals wegen den Feldern oder so hier hingestellt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, warum ich die initial hier hingestellt habe. So. Hier. Zack. Und natürlich darf hier auch ein bisschen Licht in die Hütte. So. Sehr schön. Und hier auch noch. Jetzt ist aber dunkel. Ah, okay, noch nicht dunkel genug. Ich habe nichts gesagt. Na komm schon. Jawoll. Okay. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, welche Holzart ich für die Windmühle nehme. Ich würde einfach, ich glaube, ich würde ganz normales Buchenholz nehmen wollen. Auch wenn die Pfeiler da drin jetzt aus, hab ich sowas nicht mehr. Ich pack das hier erstmal wieder rein. Hiervon ruhig auch ein paar weg. Und die auch weg. Die brauche ich nämlich gerade nicht mehr. Ja, ich habe kein... Ich habe
kein normales Holz mehr. Das ist sehr traurig. Habe ich denn wenigstens hier noch Saplings? Sonst habe ich doch immer Saplings von allen möglichen. Ach, Oak ist das, ne? Dann können wir doch hier... Zumindest solange wir die Baustelle haben. Das ist eigentlich dumm, weil wir haben jetzt gerade den Wald abgeholzt. Aber das sind ja ganz andere Dichten. Also, es gefällt mir auch nicht, dass das da immer noch alles ist. Die sind sehr hartnäckig, die Bäume.